So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostriff. Ich bin der Zubarock und ja, wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button zu drücken. Würde ich mich wahnsinnig überfreuen und das würde mit dem Kanal natürlich auch unheimlich weiterhelfen. So, ja, pass mal auf, was haben wir gemacht? Letztes Mal haben wir den Schmied gebaut, da ist er, der ist fertig. Der produziert Nägel, dass das nur so qualmt, sozusagen, nicht? Und die Metallparts, die braucht und zum Beispiel unser Tischler, der die Karren wieder heile machen soll. Oh, das wird aber mal Zeit, dass wir den gebaut kriegen. Dass wir den gebaut kriegen, die Karren. Hier den Tischler bekommen, damit das repariert wird. Sonst ist echt Essig. Und hier wird unsere Farm gebaut. Sehr, sehr cool. Da können wir auch gleich anfangen, sobald anfangen mit den Felder, dass wir die angelegt bekommen. Weil wir haben Oktober, wir sind fast im Winter sozusagen drin. Und mal schauen. Wir können auch noch ein paar Häuser. Häuser sind auch mal so eine Sache, die werden gebraucht. Da steht es nämlich auch. Not enough food for sale. Also nicht genug Essen zum Verkaufen. Das macht aber nichts. Die haben noch selber genug. Das erste Jahr sollten wir schaffen. Das sollte nicht das Riesenproblem werden. Das müsste klappen. Nicht genug Häuser. Wir haben aber genug Häuser für alle Bewohner. Also wie gesagt, wenn wir jetzt neue Häuser hinstellen, kommen natürlich auch neue Leute und die wollen bei uns wohnen. Also mit in der Gemeinschaft dabei sein. Natürlich, klar, wollen wir auch gerne haben. Wir brauchen aber erstmal den... Wo ist er her? Wo ist denn der gute Mann? Da ist er doch schon. Der. Captory, da ist er doch. Der Zimmermann oder... Den brauchen wir auch hier oben mit hin. Der braucht nicht so unheimlich weit weg. Mal sehen, ob wir den hier irgendwie reingefuchst kriegen. Auf da ist schon was. So, von mir aus kann er hier so schön mit rein. Fupp, da ist er. Da ist er. Da wird er gebaut. Auch wenn das alles ein bisschen zu eng ist. Ich glaube, zu eng wird das nicht, ne? Das wird schon klappen. So, und dann können wir hier vorne von mir aus auch noch ein paar Häuser wieder mit hinstellen, die auch gebaut werden sollen. Was haben wir denn hier vorne? Hier vorne passt da bestimmt auch was Tolles rein. So, können wir hier noch ein Haus rein? Aber tatsächlich, wir kriegen hier noch eine Hütte hin. Schade, dass das nicht so passt. Da, also das würde so gehen, ne? Oder? So, da kommt noch ein Haus hin. Dann haben wir hier so ein bisschen was dickeres, dann können wir was hinpflanzen. Überleg mal. Hier ein Bäumchen rein. Mitten rein. Was haben wir denn sonst noch an Bäume? Eine Pinie. Die haben wir überall stehen. Pinie brauchen wir jetzt nicht hier. Das ist, ne, die haben wir, die fällen wir überall, ne? Die Birke. Oh, eine hübsche Birke. Achso, die Birkenstraße. So, hier kommt eine Birke hin. Ja, die muss erstmal wachsen. Die ist noch klein und fein, die muss erstmal wachsen. Erstmal groß werden. Groß und stark. So. Das ist fertig. Die Farm ist fertig, Freunde. Ist das nicht cool? Die Farm ist durch. So. Dann wollen wir aber hier die Frauen haben, ne? So. Workers. Wir brauchen erstmal zwei Stück, die hier arbeiten. Und jetzt müssen wir erstmal Felder herstellen. So. Das machen wir jetzt auch. Ich mache ein bisschen langsam mal auf. Das kann da im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin düdeln hier. Das macht ja nichts. Das kann ja ruhig funktionieren. So, pass mal auf. Dann wollen wir doch mal jetzt hier anfangen und Felder bauen. So. Neues Feld. So, wir fangen am besten... Mist, jetzt habe ich das weggemacht. Ein Feld bauen. So. Wie fangen wir am besten an? Am besten hier so ein Feld hin und der erste Strich, den wir machen, da ist der Eingang. Da kann man den Eingang sehen. So, wir können natürlich jetzt nicht zu riesig bauen. Wir wollen auch nicht zu riesig bauen. So, zack. Oh, was ist das hier? Sind wir zu dicht dran oder was? Höchstwahrscheinlich, ne? So, pass mal auf, so. Ein bisschen mehr Abstand lassen. Immer noch nicht? Okay. Machen wir es anders. Mach das mal weg. So, nochmal. Lass mir ein bisschen mehr Platz hier. So, vielleicht hilft das ja denn. Nochmal. So. Ja, jetzt klappt es. Dürfen nicht zu dicht zusammenbauen. Okay. So, die Felder wollen wir natürlich nicht zu klein machen. Aber auch nicht so furchtbar riesig, ne? So. So ein bisschen vierkantig wäre schon schön. Schön. So, zack, dahin. Das erste Feld ist fertig. Machen wir Feld Nummer 2. Feld Nummer 2. So. Kann auch schon sein, dass wir viel zu groß gebaut haben. Das kann natürlich auch schon sein. So, Feld Nummer 2. Zack.
jetzt gehen wir natürlich ein bisschen mehr. So, ein bisschen mehr hier hinten rein. Wir wollen natürlich jetzt nicht in den Wald. Wir können natürlich bauen, wie wir lustig sind. Also quer und schief und gerade und, ne, also ist. So, zack, das nächste Feld. Und lass uns mal noch ein drittes machen. Macht ja nichts. Also, wie gesagt, ein paar Felder. Wir wollen auch nicht zu wenige haben. Aber wir müssen auch immer wieder bedenken, dass wenn wir Felder machen, dass wir auch Felder haben, die wir. Warte mal, so. Das müsste passen, so, ne? Zup. Dass wir auch die brach liegen lassen. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier, ne? Dass die wachsen können bis zum geht nicht mehr und mach weiter und mach weiter und mach weiter. Das wollen wir nicht. Dann werden die zu groß. Wir machen vier Felder. Vier Wäldertechnik machen wir, benutzen wir hier. Ich weiß nicht, wie so genannt wird. Aber normal drei Felder hat man. Normalerweise hat das drei Feldertechnik, heißt das, ne? Zwei hast du mit Gemüse oder irgendwas drauf und eins hast du immer brach liegen. Und dann wechselst du immer, ne? Jedes Jahr wechselst du, damit das einmal brach liegen lassen kann, damit das wächst. So, hier machen wir nochmal ein Feld hin. Ich will eigentlich auch nicht in den. Naja. So. Ja, wir gehen da leider rein. Na gut, egal. So, erstmal müssen ja die Bäume weggefällt werden. Das macht aber jetzt nichts. Das können wir ja machen. So, pass mal auf. Wir haben das hier. Jetzt haben wir die beiden hier am Arbeiten. Noch passiert ja hier gar nichts, ne? Wir müssen erstmal hier sagen, wir müssen erstmal hier. Was haben wir hier? Buchweizen. Und wir gehen mal hier auf dem Feld, das ist einfacher zu sehen, glaube ich. So. Da haben wir ja einmal die Nährwerte von dem Boden. Da haben wir drei verschiedene Nährwerte, die wir hier haben. Und unser Weizen, der nutzt die ersten beiden zum Beispiel, ne? Rot und Grün, Grün am meisten. Da steht 50-60%. Buchweizen zum Beispiel braucht nur 20% Grün und halt eben, warte mal, hier, zack, 60% Blau. Also da muss man so ein bisschen hin und her, ne? Das ist so ein bisschen ausgewogen, was du hier pflanzt. Und dann musst du einmal hier einmal das brach liegen lassen, damit das sich komplett erholen kann. Also ein Jahr brach liegen lassen. Aber das brachliegende Feld, das kann man wiederum nutzen, um darauf Tiere grasen zu lassen. Ja, und die düngen das ja gleichzeitig auch das noch. Aber wie gesagt, da kannst du Tiere drauf laufen lassen später. So, wie gesagt, wir haben Weizen, wir haben Buchweizen, haben wir hier, wir haben Sonnenblume, da machen wir Öl draus. Wir haben Kartoffeln, wir haben Herb, haben wir hier. Aus Herb machen wir, glaube ich, Klamotten. Das ist ja in Jute sozusagen, ne? Da machen wir Klamotten draus. Und brauchen wir aber auch noch nicht, das machen wir später. Hoppala, ist fertig. Oh, cool. Siehst du, die haben die beiden Stämme abgeholzt. Da laufen sie. Die laufen durch den Zaun. Okay. Das machen die beiden Halotes hier auch. Mein Gott, wenn man das nicht alles selber macht. So. Und ich möchte ja so gerne alles, alles anbauen, was wir haben. Und ob das so klappt, wie wir uns das, wie ich das mir vorstelle, müssen wir mal schauen. So, vier Felder haben wir. Oder wollen wir fünf Felder machen? Ich glaube, mehr als sechs Felder ist nicht drin, ne? Wir machen noch ein Feld mehr. Wir machen noch ein Feld mehr. Das können wir ruhig. Wir haben jetzt da ein Feld. Was ist denn hier oben? Hier oben könnte ich doch auch noch ein Feld bauen. Oder nicht? Sozusagen das hier oben könnte ich auch noch ein Feld bauen. Ich weiß nicht, was geht hier. Was ich mir vorstelle. Schade, das ist natürlich jetzt doof, ne? Ich hätte gerne hier so ein. Hier das so noch schön reingepflanzt. Geht also nicht. Geht also. Doch, das geht schon. Pass mal auf, machen wir anders. So. Ist ein kleines Feld. Ne? Nutzt aber auch. Ist auch dabei. Passt hier schön daneben, weißt du? Ist das schon mal gar nicht schlecht. Fünf Felder. Ist das so in Ordnung oder soll ich lieber sechs machen? Ich meine, sechs Felder ist ja Maximum, ne? Pass mal auf, lass mal hier ein Feld anwählen. Hallo? Ein Feld anwählen. So. Jetzt sagen wir dir mal, wir möchten zum Beispiel jetzt, wir möchten hier anfangen mit Buchweizen. Da brauchen wir nicht mahlen, das brauchen wir nicht, da brauchen wir kein Mehl draus machen. Kennt ihr vielleicht auch selber, Buchweizen ist ja, das nutzen wir so, wie es ist. Und das wollen wir mal pflanzen. Hier pflanzen wir Buchweizen. Was haben wir hier drauf? Die Farm ist da. Ach, hier können wir einen Flug ordern. Einen Flug können wir nicht ordern, weil wir haben keinen Flug. Für den Flug, da brauchen wir erstmal zwei Ochsen.
Und da muss erstmal der Tischler da ran und aus dem. Die beiden Ochsen, die holt er sich ran. Da ist der Tischler, möchte man. Nee, der ist noch hier. Der ist noch gleich fertig. Ach. Nee, der Tischler fertigt denn da einen Flug an für die beiden Ochsen, die er sich denn da besorgt, die wir irgendwo gekauft haben. Und da wird Flug hintergehängt und den benutzt er dann halt eben hier. Dann wird hier gleich das Land geflügt. Ist natürlich noch besser, noch mehr Ertrag drin, ne? Aber wir haben jetzt leider keine, ich wollte sagen, da ist was irgendwie, aber da ist nichts. Wir haben jetzt ja leider keine Ochsen. Na, die können wir aus den anderen Städten kaufen. Wir haben jetzt, wie gesagt, keine, also haben wir keinen Flug. Also müssen wir erstmal mit dem, was wir rauskriegen, da erstmal leben mit. Wir werden aber später einen Ochsen bekommen. Da bin ich mir sicher. Da kriegen wir hin. So, jetzt haben wir erstmal hier, zum Beispiel Buchweizen haben wir hier drinne. Zweite Feld können wir. Was haben wir sonst noch hier? Sunflower, die können wir nachher später verkaufen. Die können wir gut verkaufen. Die wird mal Feld 2, Feld 3, machen wir Kartoffeln. Feld 4. Wupp, was haben wir denn noch hier? Herb wollen wir nicht erstmal, ne? Weizen können wir ruhig schon machen. Macht ja nichts. So, zack. Und Feld 5. Was machen wir Feld 5 denn? Nochmal Kartoffeln? Ist ja nicht verkehrt, ne? So, haben wir. Weiß ich, macht er das jetzt oder macht er es nicht? Sieht gar nicht danach aus. Ach nee, warte mal. Aktivieren muss ich ja noch. Ich muss erstmal aktivieren hier. Zuppe. Zupp. Zupp. Und da auch noch hier. Aktivieren. So. Fertig. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt machen die nämlich nichts. Weil wir haben November. Und in diesem November wird nicht gepflanzt und gar nichts. So. Die Leute sind aber da. Ne, die beiden Walkers. Wir brauchen auch nicht so viele, ne? Also wenn später das soweit sein sollte, dass wir die Ernte einfahren müssen, nächsten Herbst, ne? Ist ja so, dass wir hier anfangen, die Ernte einzufahren. Dann bekommen wir Leiharbeiter. Dann ziehen wir uns alle Leute, die hier in der Stadt bei uns sind, die nichts zu tun haben. Die ziehen wir alle hier ran und die helfen hier, die Ernte einzufahren. Ist ganz wichtig, dass wir das machen. Das können wir später nämlich, sobald der Bürgermeisterladen hier, der Gouverneur, ne? Town Hall, wenn die fertig ist, das können wir da nämlich einstellen. Weil wir müssen ja, die kriegen ja einen Lohn. Die kriegen ja alle ihren Lohn. Und das können wir da festlegen, wie viel Lohn die bekommen. Und wenn wir sagen, als Leiharbeiter bekommst du ein bisschen mehr als normaler Arbeiter, dann natürlich klar, ne? Sobald das hier frei ist, laufen sie alle hier hin und dann wird hier geerntet. Weil wir brauchen die Lebensmittel. Ist ganz wichtig. Das brauchen wir. So, aber wie gesagt, unser Hof ist schon mal hier, ne? Nicht schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, wir können noch ein Feld mehr bauen. Ich würde mal sagen, das machen wir auch. Und dann können wir von mir aus noch so einen Bauernhof. Wo passt denn noch so ein? Hier oben, da passt ja auch noch was hin, ne? Hier können wir auch noch mal so einen Bauernhof bauen, dass wir von beiden Seiten was haben. Und hier in der Mitte haben wir noch Platz für eine ganze Menge anderen Krams. Und vor allem hier unten, da ist noch Platz für Wohnungen, ne? Und später, wie gesagt, wenn wir die Steine, wo wir auch immer Steine haben, da müssen wir aber leider hier rüber. Und dafür müssen wir hier eine Brücke bauen. Aber das machen wir später. So, und wie gesagt, das mit den Wegen, ne? Die laufen ja da, wo es am günstigsten ist, ne? Und das wollen wir natürlich sehen, dass wir. Oh. Wir haben November. Das letzte Vögelgezwitscher. Wie gesagt, da passiert jetzt mal gar nichts hier. Weil im Herbst wird nicht gesät. Die fangen erst im neuen Jahr wieder an. Und wir brauchen hier auch noch unbedingt einmal Wasser, ne? Aber Wasser haben wir einmal hier. Ich würde mal sagen, einmal Wasser hier unten ist auch noch nicht verkehrt, ne? Die brauchen wir für die Felder. Wasser wäre auch nicht verkehrt. Pass mal, Wasser haben wir doch da. Wupp, da passt noch einmal Wasser hier vorne schön hin, ne? Ich meine, die brauchen hier auch Wasser. Wir bauen da mal hin, ist ja auch nicht so schlimm. So, dann haben wir hier Wasser, 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 Wasser. Können wir nochmal Wasser hier unten? Das können wir auch hier unten nutzen. Die Plattform bauen. Damit das auch mitkommt. Aber Wasser habt ihr noch, ne? Wasser habt ihr bestimmt noch. Was haben wir hier? Milch. Milch bekommen wir auch, wenn wir Kühe haben. Wie gesagt, genauso, wenn wir Hühner zulegen, da fallen ja die Eier ab, sozusagen, ne? Als Zusatzprodukt. Aber wie gesagt, wenn wir Hühner haben, müssen wir Weizen natürlich haben, damit die was zu fressen haben.
da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu wenig haben. Dass wir irgendwann mal plötzlich einen Engpass haben, dann sterben uns die Tiere weg. Ist genauso mit Kühen, ne? Die brauchen im Winter Heu. Und das müssen wir auch noch herstellen. Das ist ja hier. Da ist ja genau da. Der Heutryer ist das hier. Und dann muss das natürlich gelagert werden. Und dazu haben wir hier vorne die Heubaracken sozusagen, ne? So kleine Dinger. Diese hier. Die stehen auch dann ziemlich dicht beim Hof. Aber wie gesagt, haben wir noch nicht. Wo ist denn hier der Stall? Lass mal, kurz gucken. Stall war doch da. Der Kuhstall, da ist er. Der Kuhstall. Da arbeiten auch dann die Frauen drin, ne? Aber wie gesagt, da brauchen wir erstmal noch Kühe für. Tiere, die haben wir noch nicht. Unsere Stadt. Unsere kleine Stadt. Wächst und gedeiht, ne? So langsam wird es immer mehr. So, lass sie sich mal ein bisschen beeilen. So, hier wird fleißig hergestellt, ne? Hoffe ich doch mal. 130 Nägel. Guck mal, unser Eisen. 500 Eisen haben wir hier. Das ist das Lager. Wo ist das Lager? Da sind noch 400 und etwas drin. Wir können auch schon einfach mal unser Lager zu bauen. Dass wir hier... Hier ist die Town Hall, zack. Und wenn man das hier so ein bisschen... Also hier ungefähr würde ja auch die Lagergeschichte würde auch hier so super hinpassen. Was haben wir hier an Lager? Das wäre doch da, ne? Das Warenhaus. Hier eine Granary. Für unser Lebensmittelkrams. Die soll ja auch nicht so weit wegstehen. Die soll ja eigentlich auch nicht, wie gesagt, nicht so weit wegstehen. Die kann auch schön hier so rein, ne? Da gehen ja auch keine Arbeiter rein. Also jetzt keine Leute, die holen sich da Essen da nicht raus, sondern die müssen hier am Marktplatz gehen und da hier ein Kram besorgen. Und jetzt haben wir noch ein Lager mehr, und zwar das Warenhaus, genau. Das Warenhaus kommt hier auch neben gleich. Und es wird Winter. Es fängt an zu schneien. Sehr cool. Es wird weiß. Oh mein Gott. Dezember. Mitten im Winter. Und die sind am Rackern. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ich finde es Hammer. Absoluter Hammer. Hier auch Town Hall. Die sitzen auch jetzt. Sind beide am Machen. So, im Haus. Er ist der Förster. Die sind noch knallhart. Die sitzen draußen auf der Bank. Da können sie nichts. Sehr cool, ne? Ist das nicht... Ich find's Hammer. Ich find's cool. Ich find's richtig toll. Und da, wo sie laufen, ne? Da latschen sie natürlich auch den Schnee weg. Sie ist immer noch am Tun und Machen. Und einige Sachen, die sind natürlich im Winter, ist natürlich tote Hose. Da läuft gar nichts, ne? Zum Beispiel der Bootsbauer, der arbeitet im Winter nicht. Bisschen zu kalt. Hier zum Beispiel da in der Farm läuft im Moment auch nichts. Das war logisch, da ist ja keine Ernte. Aber sobald die geerntet haben und da ist so viel Ware, also die versuchen ja alles reinzukriegen. Ne? Auch hier zum Beispiel von dem Weizen. Ne? Der Weizen muss ja gedroschen werden. Und das machen sie hier in dem Laden. Also hier in dem Stall, in dem Hof. Da wird das auch gedroschen und das machen sie auch im Winter. Das machen sie auch drinnen dann, ne? So. Sehr cool. Wie gesagt, läuft, ne? Hier, Town Hall ist fertig. Oh, ich dreh durch. Mal ein bisschen langsamer hier. Town Hall ist fertig. Da ist sie. Jetzt haben wir hier nämlich einen. Ja, das ist der. Click to select. Sydia. 28 Jahre. Er ist Town Hall. So. Die Hundis. Meine Hundis. Oh Gott. So. Da ist hier, und dann können wir die Population einmal gucken. Da haben wir, können wir sehen, wie viel die Leute verdienen hier. 20 bis 40 Gulden oder Goldstücke haben die hier. Und 40 bis 100 haben wir auch einen Teil, die hier Geld verdienen sind. Ne? So gehen wir mal raus. Ökonomie haben wir nämlich da. Und jetzt geht es nämlich los. Jetzt können wir nämlich sagen, wir machen ein Minus von 3 Gulden 11.
Oder drei Goldschuhe oder vier Goldschuhe jetzt schon. Da können wir nämlich sehen, unser Einkommen ist das hier. Das ist, letztes Jahr haben wir einen Verlust von 1,44, haben wir 144 haben wir einen Verlust gemacht. Ist klar, wir müssen unsere Leute ja bezahlen, Lohn bezahlen. Der Lohn ist hier unten. Manager, ne? Die Hilfsarbeiter sind hier und unten sind unsere Village, die Hausmiete. Und da steht auch hier oben die basismonatliche Einkommen, ist das hier. Weißt du, wenn wir das jetzt raufdrehen, sieht man auch, der Manager bekriegt mehr Geld und hier unten die Laborers, die müssten wir eigentlich, das sind so die Hilfsarbeiter, die müssen wir eigentlich ein bisschen weiter raufdrehen, die sind in 60 zum Beispiel oder höher, und da bekommen die natürlich, dann arbeiten die auch da, wo da, denn zum Beispiel bei unserem Hof, dann helfen sie da nämlich mit. Und lassen dann ihren Job sozusagen erstmal links liegen und sehen zu, dass wir die Ernte reinkriegen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. So, Marktpreise, die sind bei 100%, die können wir auch noch rauf und runter drehen, wie wir lustig sind. Das müssen wir mal schauen. Und hier unten einmal die Hausmiete, die liegt bei 30, ja, 0,3 liegt die Hausmiete. Die müssen wir später auch ein bisschen anpassen, damit wir irgendwann mal hier auch ein Plus bekommen, ne? Aber wir machen ja danach später auch ein Plus, wenn wir Sachen verkaufen. Bloß so weit sind wir noch nicht. Bloß auch hier oben, wir haben jetzt 844, haben wir noch nach. Und wenn das weg ist, gehen wir zwar ins Minus, das dürfen wir. Aber das wollen wir eigentlich nicht so gerne, ne? Wir wollen das eigentlich nicht so gerne. So, das haben wir hier noch. Hier ist noch ein Vorarbeiter sozusagen, können wir hier einstellen. Der ist hier so ein bisschen mit managed. Aber das wollen wir jetzt ja nicht. Das lassen wir mal so. Wir haben es jetzt so, soweit, ich glaube, dazu ist das gar nicht schlecht, ne? So, wie gesagt, wir haben jetzt Januar. Langsam wird es wieder warm. So, der Trading Post wird gebaut, damit wir endlich mal handeln können. Damit das losgeht, hier wird fleißig noch Nägel produziert. Das ist großartig. So, und wir hoffen mal, ich lasse mal ein bisschen vorlaufen. Ein bisschen mehr Gas geben, damit wir einmal gucken können, sobald das hier nämlich, sobald das taut, das müsste bald losgehen. Dann können wir nämlich sehen. Jetzt haben wir das Problem. Ich sehe gerade, die Autos hier, Quatsch, die unsere Karren sind kaputt. Nee. Oder die gehen langsam kaputt, ne? Die haben jetzt nicht mehr so viel nach. Gut, dass wir da schon mal einen Hinweis bekommen haben. Aber der ist ja. Da ist er, ne? Was ist das nächste denn? Bootsyard, Fishing Dog, da. Den mal nach vorne ziehen. Dann ist das nächste, was gebaut wird, ist der hier. So, hier werden schon mal die Sachen hingeschleppt. Damit die anfangen können mit der Arbeit. Weil noch funktionieren die, aber sobald die kaputt sind, dann müssen sie halt eben die ganzen Sachen per, ja, ne, nicht mal in der Tasche graben, sondern unter den Arm klemmen, aber da kriegst du nicht so viel mit, als wenn du die Karren hast. Das mit den Karren geht aber wesentlich, wesentlich schneller. So, Januar ist durch, wir sind Februar. Jetzt müsste es so langsam anfangen zu tauen. Sind wir denn soweit startklar? Ich hoffe mal. Wie viele Arbeitslose haben wir denn noch? Hier mal schauen. Zwei sind noch ohne Job. Frauen. Ja, wir können auch hier nochmal zwei einstellen. Weil ist ja bald soweit, gleich ist los. So, wir sind erstmal alle hier drin, ne? Und halten Klünschnack sozusagen, ne? So. Aber wie gesagt, wir verlieren immer noch ordentlich Kohle. 41. Und je mehr Gebäude wir bauen, wo Leute arbeiten natürlich, desto mehr verlieren wir natürlich auch Geld, ne? Also wir wollen ja auch sehen, dass wir Einnahmen bekommen. Deswegen, irgendwann ist der Moment da, wo die richtig Kohle haben, ne? Edmund, der hat schon 54, 45. 37, weil die sind mit 20 angefangen. 50 haben wir hier schon. Guck mal, die sind schon richtig reich, wenn man so will, ne? Und da können wir irgendwann sagen, was, du mit deiner Miete können wir ein bisschen raufdrehen. Passen wir ein bisschen deinen wohlhabenden Portemonnaie an. So, nun komm an. Mach mal, ne? Das musst du so langsam mal.
Siehst du, jetzt wird sie hier gebaut. Unser Trading Post, da ist er. Jetzt taut es, es taut. Da fängt es an. Das taut hier schon da. Wir müssen weiter raus. Ja, der Sommer kommt zurück. Es taut, auf den Hausdächern verschwindet der Schnee. Wir haben das erste Jahr wunderbar überstanden. Nur ist es auf jeden Fall Zeit, dass wir ganz, ganz schnell anfangen, selber unsere Sachen, unsere Lebensmittel machen. So, hier haben wir es. Hier sehen wir es jetzt hier. Sie fängt an und seht zum Beispiel die Buchweizen-Geschichte. Da fängt sie an mit. Wenn wir hier gucken, da haben wir die ganzen Labor. Da sind sie. Die ganzen Mitarbeiter. Hilfsarbeiter. Die kommen alle hier zu. Die kommen alle hier rein und helfen hier mit. Also wir brauchen theoretisch nur zwei Leute, die hier wirklich arbeiten. Oder vier Leute können wir das später auch machen. Es kommt darauf an, wie viel das hier zu tun ist. Aber jetzt sind sie auf jeden Fall, die ganzen Hilfsarbeiter kommen hier rein und helfen. Weil die haben wir ja hier zum Beispiel, wo war das jetzt noch? Town Hall, da ist sie doch, ne? Ökonomie, da müssen wir gucken. Den haben wir ja, ne? Pfennig kriegen sie mehr. Ich muss mich mal auf irgendeine Währung einigen hier. Also wie gesagt, 10 Gulden, sagen wir mal, kriegen sie mehr. Und das sagen sie natürlich nicht, nee, ne? Jetzt kommen sie nämlich hier rein und jetzt fangen sie an hier und sehen das Feld. Wenn wir das ein bisschen schneller machen, können wir das nämlich schöner sehen. Genau, das sehen sie, das Feld. Ich glaube, wir haben nicht genug Leute. Wir haben zu viel, die Felder sind zu groß, glaube ich. Aber lass sie mal erstmal machen. Und mit der, so diese Perspektive lassen wir mal so, ne? So. Wir hören auch die Vögel immer. Sehr cool. Unsere kleine Stadt. So, mit diesem Ausblick sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüssi und bis dann.